Leute, willkommen zu einem ganz neuen, also nicht was ganz neu erschienen ist, aber zu einem echt genialen Spiel. Und zwar so eine Art Bundeskanzler-Simulator aus dem Jahre 2022. Soll ja echt gute Grafik und so haben, also. Haben wir jetzt übersprungen, weil das brauchen wir jetzt nicht. Es heißt Power und Revolution 2022 Edition. Dann gehen wir mal auf weltweite Simulation. Neues Spiel. Lassen wir mal so. Enter bitte 2 Minuten. So, hier können wir auswählen. Wäre Österreich verfügbar? Mich würde es nur interessieren. Ich will es nicht sein. Ich will Deutschland sein, aber es wäre sogar. Ich bleibe aber wirklich bei Deutschland, weil damit erobern wir dann Österreich und so weiter. Und das geht. Bitte wählen Sie eine Person, ich sehe aus wie. Also am besten gefällt mir der hier, so, das ist aber auch okay. Tobias und das können wir von mir aus lassen. Wobei, das nennen wir dann einfach meinen Kanal. Der Politik-Simulator ist vor allem im Spiel. Die dort vorhandenen Szenarien und Ereignisse sind fiktiv. Alle Namen und Fotos und im Spiel erscheinenden Symbole sind ebenfalls fiktiv. Jede Ähnlichkeit mit Situationen, Tatsachen, lebenden oder verstorbenen Personen ist reiner Zufall. Ich glaube, ich wurde 1978 hier geboren.
guten Tag. Ich bin Ihr privater Sekretär. Ihre Ernennung zum Parteichef ist eine hervorragende Nachricht. Sie haben nun alle Schlüssel in der Hand, um zu versuchen, den Verlauf der Ereignisse zu ändern und an die Staatsspitze zu gelangen. Hierzu sind mehrere Strategien möglich. Die geplanten Wahlen mit einem hohen Beliebtheitsgrad zu gewinnen. Okay. Was nur 21%? Könnten irgendwie dann Großbritannien den Krieg erklären? Das machen wir mal. Okay. Ihr Wunsch, die Partei in die Illegalität zu stürzen, war ein schwerer Fehler. Das Politbüro wird zusammenkommen und über die daraus zu ziehenden Konsequenzen beraten. Wie kann man da jetzt ein Land angreifen?
Wo ist denn Berlin? Ich warte darauf, dass etwas passiert. Irgendwas haben wir hier falsch gemacht. Wo ist Deutschland? Gibt's das hier nicht oder was? Probieren wir mal das, das ist ja wurscht jetzt. Wir wollen ja den Krieg der Ukraine beenden. Das ist unser Ziel für diesen Part. Oder für in diesem Spiel. Ist das unser Ziel, dass wir das erreichen? Kurz vor 4 Uhr heute Morgen kündigte der russische Präsident im Fernsehen seinen Entschluss an, eine militärische Operation in der Ukraine zu starten, um offiziell die pro-russischen Separatisten im Osten des Landes zu verteidigen. Einige Minuten später explodierten Bomben überall auf dem Gebiet der Ukraine und insbesondere in der Umgebung von Kiew, wobei eindeutig die militärischen Infrastrukturen und die Flughäfen ins Visier genommen wurden. Die internationalen Verurteilungen ließen nicht. Okay, danke. Da ist die Ukraine. Nee, das ist, glaube ich, jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, irgendwas mit der Ukraine ist mir doch auch nichts. Ich meine halt, irgendwie den Krieg da beenden. Ich will, wenn dann will ich die Welt erobern, wenn ich das will. Und nicht einen Krieg beenden, ich habe den Krieg ja nicht mal angefangen.
Alles okay. Stimmt der eigentlich? Ah, der ist nach 90 Jahren gestorben. Endlich, so stelle ich mir das vor. An diesem Neujahrstag scheint die Moral bei unseren Mitbürgerinnen ziemlich niedrig zu sein. Und aus diesem Grund mangelt es nicht an besorgniserregenden Themen. Die Pandemie gewann weltweit wieder an Fahrt mit einer äußerst heftigen neuen Infektionswelle. Das Naja, passt schon. Ups, nein, das war ein Fehler. Alles aus Deutschland. Armee. Das lassen wir, aber das ist an sich richtig hier. Es ging Österreich. Sehr verehrte, angesehene Mitbürger, unsere derzeitige Situation ist kritisch. Im Angesicht dieser wiederholten Provokationen durch diesen Schurkenstaat, der sowohl unser Land als auch die internationale Gemeinschaft bedroht, habe ich die bewusste Entscheidung getroffen, ihm den Krieg zu erklären. Wir bedauern sehr, dass die Diplomatie hier scheiterte. Es liegt nun an uns, unsere Waffen für uns sprechen zu lassen und unser Heimatland zu verteidigen. Genau. Noch heißt's Österreich.
Okay, das war Österreich. Das ist schon rot-weiß erobert jetzt. Wie sieht's aus? Ich bin gespannt. Wer wird gewinnen? Zeitung. Unsere Armee besiegte Österreich im Nu. Naja. Noch Österreich. Was meint ihr, wird Österreich doch gewinnen? Schreibt es unten in die Kommentare. Was war das, ne? Die Türkei müssen wir definitiv auch mal angreifen. Sehr verehrte, angesehene Mitbürger, unsere derzeitige Situation ist kritisch. Im Angesicht dieser wiederholten Provokationen durch diesen Schurkenstaat, der sowohl unser Land als auch die internationale Gemeinschaft bedroht, habe ich die bewusste Entscheidung getroffen, ihm den Krieg zu erklären. Wir bedauern sehr, dass die Diplomatie hier scheiterte. Es liegt nun an uns, unsere Waffen für uns sprechen zu lassen und unser Heimatland zu verteidigen. Das war jemand aus Österreich, scheiße. Ist das jetzt schlimm? Warte, wo sind wir?
Aber Deutschland geht's doch super. Das verstehe ich gerade gar nicht so. In diesen dunklen Tagen rufe ich all unsere Verbündeten auf, sich an ihre Zusagen zu halten, indem sie sich gegen die Streitkräfte, die unser Land und das Machtverhältnis in diesem Teil der Welt bedrohen, an unsere Seite stellen. Okay. Ich will eigentlich Österreich nicht zerstören, weil Österreich ist eigentlich schön, aber sie geben sich halt einfach nicht geschlagen. Ich will, dass Österreich zu Deutschland gehört, weil ich lebe ja in Österreich. Und ich will, dass Österreich zu meinem Land gehört, das ich regiere. So. Dass das nicht mehr Österreich heißen wird, sondern Deutschland. Und es wäre doch ein schöner Flexer. Boah, die haben... Was geht denn hier ab? Ah ja, warte, hier steht eh Schlacht um Salzburg. Halt, das ist. Im Angesicht des Angriffs, dessen wir Opfer geworden sind, setze ich den Sicherheitsrat und die Mitgliedstaaten offiziell über unser 72-stündiges Ultimatum in Kenntnis. Nach dieser Frist werden wir alle feindlichen Streitkräfte angreifen, die sich bis dahin nicht zurückgezogen haben. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Wir werden nicht nachgeben. Nee, mach ich nicht. Wir spenden 5 Millionen. Komm, wir machen noch kurz. Ich setze Sie darüber in Kenntnis, dass Sie auf Wunsch eine Synthese unserer Akten über die Terrorgruppierungen einsehen können, die sich in unserem Staatsgebiet aufhalten. Wir vermerken dort die wichtigsten Verdächtigen, die vermutlich die Organisationen auf unserem Grund und Boden führen oder terroristische Operationen auf die Beine stellen können. Oh, ich bin erst seit 5 Tagen Bundeskanzler. Die Akte wird mit zunehmender Anzahl... Du hast mir gar nichts zu sagen, Alter. Die Stadt ist gefallen. Ich sag nicht, Salzburg hat jetzt gewonnen. Wo ist Salzburg? Bestätigen.
Ich verstehe die Enttäuschung, ja sogar den Unmut der Streikenden. Doch heute bitte ich Sie offiziell darum, nach Hause zu gehen, da Sie sich auf diese Weise selbst und Ihrem Land schaden. Anschließend wird die Regierung die Verantwortung für die Untersuchung und die Antwort auf Ihre Anfragen übernehmen. Stopp! Österreich, Rhodes, Österreich. Deutschland ist besser. Wir bitten die USA um Hilfe. Auf den Aufruf aller Gewerkschaften und als Antwort auf die große pazifistische Welle, die unser Land erfasst, fordern wir das ganze Land auf, in einen unbefristeten Streik zu treten. Wir werden die Arbeit nicht wieder aufnehmen, bevor nicht der Konflikt beendet ist. Ja. Österreich, es ist rot. Österreich ist aber stark. Naja, gut. Das war's mit dem Video. Wir machen im nächsten Part weiter mit dem Österreich- und Deutschland-Krieg. Wie sieht es denn da bei uns in Wien aus? Gibt es da auch was? Nee, Wien ist dabei noch sicher. Das war's mit dem Video. Ciao. Ich wollte euch das nur kurz zeigen. Das dauert ein bisschen, aber das. Ich sag noch ganz kurz was zum Spiel. Das Spiel ist super. Also ich wollte sagen, ja, das Spiel ist an sich super. Und wir werden noch viel Spaß damit haben. Und wir werden Österreich besiegen. Und wahrscheinlich, sogar den anderen Krieg beenden. Naja, das war's mit dem Video. Hier können wir dann aufs Spiel laden und so. Ciao.